Jo Leute, hier ist wieder Panicfly und wir machen weiter bei Yu-Gi-Oh! Wir waren hier zuletzt im Kartenshop stehen geblieben. Wollten uns eigentlich Booster kaufen, aber da ja Schule momentan ist, war die ja noch nicht da. Aber jetzt ist keine Schule mehr, also können wir in den Laden gehen. So, dann kaufen wir uns einfach mal ein paar Szenen. Ah ne, genau, wir wollten uns ja mal schauen, was wir uns so kaufen. Ja, ich möchte Karten. Mal schauen, was hier uns so gibt. Wieso lädt es jetzt so lange? Ah, gut. So, hier haben wir schon 58%. Dann kaufen wir uns mal mit dem Lässige Gefallen. 6 Packs davon. Und dann wieder 6 Packs davon. 2, 3, 4, 5, 6. So. Wieso dauert das jetzt so lange? Ist hier eine gute Karte drin? Ich denke, mittelmäßige Zauber sind noch nicht so gut. Aber sollten schon einige guten Karten eigentlich dabei haben. Eine Monsterkarte in einem mittelmäßigen Zauberdings. Keine Ahnung wieso. So, jetzt kommen die Fallen. Maske der Beschränkung ist ganz gut. Mal schauen, ob ich die in mein Deck tue. Zack, 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 zack. Letztes Pack, glaube ich. Ah, die Geisterbeere ist ganz gut. Jetzt schaue ich nochmal kurz. Bam, 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 bam. Wo ist es denn? Hä? Ich sehe schon übersprungen wahrscheinlich. Da ist hier. Naja. Hält sich in Grenzen. So, jetzt haben wir da auch über. Ah, genau, jetzt haben wir Expertenzauber und Expertenfallen. Die kaufen wir uns dann, wenn wir wieder genug Geld haben. Und da kommen dann richtig gute Fallen und Zauber. Ich denke, Spiegelkraft wird auch drin sein. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Deswegen. Ich wusste, dass da eine Karte liegt. Jetzt müsste es Nacht sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, es geht echt so schnell. Das ist eigentlich das Einzige, was nervt im Spiel. Ich gehe mal zum Vulkan, mal schauen, was da so abgeht. Eine Karte, Geisterflammen. Und hier sind zwei Slifer-Nieten. So, ich trete mal gegen Sanny an. Keine Ahnung, wie der so abgeht. Das Problem ist, die meisten sind Slifer, sind aber auch total gut, aber ich tue, was ich kann. Auf jeden Fall werde ich mir dann wahrscheinlich bis zum nächsten Mal oder wenn ich dann die Experten zaubern fallen habe, ein richtig gutes Deck aufbauen. Und da werde ich dann garantieren, dass ich eigentlich so gut wie jedes Match gewinne. Macht euch drauf gefasst. Aber jetzt kämpfen wir erstmal gegen Sunny. Bam, bam, bam. Oh, es dauert auch immer so lange, ey. Hau rein. Okay. So, das ist schon mal eine gute Taktik. So, erstmal Endphase. Da-dum. Da-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So, jetzt aktiviere ich mal den Flip-Effekt. Oder ich lege ihn generell in Angriffsposition.
Aha. Kaboom. Ha, das war jetzt mal schön. Warte, war das bodenlose Feuer? Ich wusste es. Die habe ich auch. Na gut, das ist jetzt noch nicht so ein starker Angriff, aber wen interessiert's? Eigentlich könnte ich den bewaffneten Ninja mal raustun, weil der bringt jetzt nicht so. Dödel, 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 da, 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 da. Ich wette, der hat Spiegelkraft oder sowas. Also der hat eigentlich so ein komplettes Fallendeck, denke ich jetzt mal. Aber ich fall jetzt mal drauf rein. Oh, was war das? Fallgrube. War ja klar. Versteht ihr? Ich fall jetzt mal drauf rein. Fallgrube. Oh Gott. Toll, diese Karte ist so behindert. Die ist einfach mächtig. Aber warte, was stand da ganz unten? Wenn das Gewählte. Ja, toll, super. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. Oh nein. Hat der es jetzt mal? Meine Güte. Wehe, der hat nochmal eine Fallgrube. Ah, gut. Na gut, das würde ihm auch nichts bringen. Die Karte gegen mich einzusetzen da. Die Fallenkarte. Wenn ich ein Monster habe, das ihm auf jeden Fall viel mehr Damage abzockt. Wie meine schöne Kriegerlady, der Einöde. Dum, 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 dum. Ah ja, ist ja gut, du Arsch. Ich freue mich schon, wenn meine Karte tot ist. Oh Gott, ich möchte nicht wissen, was das für eine Fallenkarte ist. Naja. Ich beschwöre jetzt einfach mal auf gut Glück den hier. Aber da ich schon einfach ahne und weiß, dass das eine böse Karte sein wird. Ah, nee, doch nicht. Da, 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 da. Die Musik ist schon cool. Total. Ich stehe voll auf Yu-Gi-Oh! Musik. Aber jetzt rock ich erstmal richtig ab. So, ich wette, der wird jetzt eine Karte haben, die das ganze Duell ändert. Oh Gott, ey, ich freue mich schon drauf. So, dann spiel jetzt deine blöde Karte. Aha, doch nicht. Baba. Jo, wie ich hier teilweise mit Noob-Monstern gegen ihn kämpfe. Baba. Ich weiß nicht, habe ich jetzt gewonnen? Nee, noch nicht, nee. Denke ich zumindest. Oder? Nee. Was laber ich denn? Bei Yu-Gi-Oh! Bin ich immer zu faul, um nachzuzählen. Also, das ist, glaube ich, das einzige Spiel, wo ich zu faul bin, um die Life-Points immer zu zählen. Wenn es mir eh schon vorgegeben wird. Als ich früher auch noch, also mit Freunden und so gespielt habe, da habe ich natürlich dann immer nachgezählt, weil sonst würden wir 10 Stunden da sitzen. So, aber es sieht so aus, wie es hätten wir gewonnen.
Genau, mit 900. Zack. Och, nee. Och Gott. Okay, das wird jetzt behindert. Ach komm, aber das wird doch nicht jetzt immer so sein, oder? Komm schon. Ja. Was? Ach so, der darf. Ja, okay. Das hilft mir doch nichts. Komm schon, der muss sitzen. Komm schon. Er sagt Zahl. Ja. Kabam. In dein Face. Ah, da konnte er nichts machen. 1000 Duellpunkte. Das ist doch mal eine gute Anzahl, um Expertenzauber und Fallen zu kaufen. Aber dass wir natürlich auch in der Story mal ein bisschen vorankommen, kaufe ich die erst in in der nächsten Folge, weil ja, laden. Egal, dann beende ich hier und wir sehen uns das nächste Mal, wenn Zane mich aufweckt. Also, ciao.